Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Wochenvlog, diesmal aus dem Urlaub. Ich bin gerade in Ägypten und ja, was kann ich euch bis jetzt erzählen? Wir waren gestern shoppen. Zeige ich euch ganz kurz mal. Sekunde. Also nur kurz das Wichtigste wollte ich euch zeigen. Und zwar, wenn man schon mal in Ägypten ist, Tabak für die Shisha. Da nochmal Zitrone und Banane, Sahne. Da war ich einfach nur gespannt. Ich stehe irgendwie auf Banane als Geschmack. Und dann dachte ich, ja, komm, nehme ich mal mit. Und da bin ich sehr happy. Ich freue mich schon richtig, wenn wir das austesten und ich das erste Mal davon was haben kann. Da sind dann so 10 kleine Packungen drin. Und ich glaube, das ist ganz gut. Freue ich mich auf jeden Fall riesig drüber. Und dann bin ich hier im Seagull Hotel und das ist ziemlich cool. Also das Zimmer ist jetzt nichts Besonderes, das Badezimmer auch absolut nicht, aber es reicht. Und draußen ist halt das eine riesen Anlage, ist richtig, richtig cool. Und jetzt werden erstmal ein paar Fotos gemacht. Ist auch voll cool. Das Hotel hat gerade so einen Instagram-Contest und da nehme ich natürlich dran teil, ganz klar. Da kriegt man dann auch ein kleines Geschenk, wenn man so und so viele Likes hat. Und da würde ich ganz gerne dran teilnehmen. Deswegen, wenn ihr auf Instagram ein Bild von mir gesehen habt, obwohl, dann ist es schon zu spät, aber könnt ihr natürlich trotzdem sehr, sehr gerne liken. Laura's Beauty Channel heiße ich auch da. Und jetzt mache ich mich erstmal auf den Weg. Gestern habe ich halt nichts gefilmt. Gestern sind wir angekommen, aber ja, wir wollten noch was essen und dann sind wir von Laden zu Laden getingelt, weil wir nicht mehr weggelassen wurden. Und ja, jetzt geht es ein bisschen an den Pool, ein paar Bilder machen und danach so ein bisschen chillend auch an den Strand. Hallöchen, ich hoffe, ihr hört mich, weil es ein bisschen windig ist. Ein bisschen sehr. Und ich bin einfach mal wieder. Wir
sind wir hier richtig lang, richtig in der Nacht losgefahren. Genau, haben gerade ein paar Fotos gemacht. Waren eben in der Nil-Rundfahrt gemacht, das habt ihr gesehen. Ich zeige euch jetzt ein bisschen, was ich hier reden werde. Ich weiß, wie gesagt, überhaupt nicht, ob man mich jetzt versteht. Ich hoffe. Aber ich zeige euch noch ein bisschen was. Hallöchen zusammen. Heute ist eigentlich der letzte richtige Tag und jetzt seht ihr vielleicht gerade, ich bin auf dem Schiff und es geht jetzt als erstes schnorcheln. Ich werde auch nicht schnorcheln, weil es ist schweinekalt und windig. Deswegen lieber nicht. Und danach geht es dann auf die Insel, wo ich unbedingt hin wollte, wo man, glaube ich, sehr, sehr schöne Fotos machen kann, auch wenn es trotzdem ein bisschen kalt ist, Fotos zu machen im Badeanzug, aber da muss ich dann durch. Besser als ins Wasser zu gehen, aber ja. Dann nehme ich euch natürlich wieder mit ein bisschen, zeige euch die Insel, zeige euch, wie vielleicht andere Leute schnorcheln, mal gucken. Und mit ein bisschen Glück sehen wir vielleicht auch Delfine. Ich bin gespannt. So, ich bin jetzt wieder auf dem Schiff und wie ihr seht, ich habe inzwischen Löckchen bekommen, weil ich meine Haare aufgemacht habe am Ende und die sind jetzt voller Salzwasser. Ja, wir haben ganz, ganz viele Fotos gemacht. Die Insel ist traumhaft schön. Ich glaube, ich habe jetzt so 3000 Fotos alleine von der Insel, also wo ich drauf bin. Und es war so, so schön. Ich freue mich schon richtig, die Fotos zu bearbeiten und alles. Und das Ganze hat jetzt, dieser Trip hat jetzt 25 Euro pro Person gekostet, was echt nicht viel ist. Das haben wir über Get Your Guide gemacht. Und für zweimal schnorcheln und halt die Insel besuchen plus Mittagessen hier hat sich auf jeden Fall voll gelohnt. Und ich finde, das war ein richtig schöner Abschluss nochmal für den Urlaub. Und ja, ich freue mich. Morgen geht es dann wieder zurück. Heute wird nicht mehr so viel passieren, weil erstmal müde. Wir sind erst so, ich denke mal im Hotel sind wir vielleicht erst so um 4:30, gehe ich von aus. Und passiert nicht mehr so viel. Wir müssen gucken, wann es morgen zurückgeht. Da muss ich natürlich nochmal duschen, weil die sind ja jetzt nicht so geil. Und Sachen packen und alles. Genau, und dann geht es nämlich morgen schon wieder nach Hause. War jetzt nicht super lange der Urlaub, aber ich finde auch trotzdem, es hat gereicht. Wir haben in der Zeit super viel gesehen. Der einzige Tag, wo wir eigentlich gar nichts gemacht haben, war einfach gestern. Da waren wir auch kurz am Pool, aber es hat sich halt einfach nicht gelohnt, weil gestern war echt blödes Wetter. Also es war nicht wirklich warm, es war immer windig, bewölkt und da mochte man halt auch irgendwie nichts machen, weil ich hatte auch nichts wirklich für so ein Wetter mit dabei. Und dann war gestern so ein chilliger Tag, aber es kann auch mal sein. Ich war gestern sowieso noch so müde von dem Kairo-Trip, denn wir waren ja 24 Stunden unterwegs, von 2 Uhr morgens ungefähr bis 2 Uhr den nächsten Tag. Und von daher konnte ich das ganz gut gebrauchen, dass ich mal ein bisschen geschlafen habe.
ja, also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Urlaub. Hätte noch ein bisschen wärmer sein können, aber jetzt hier auf der Insel, finde ich, hat es auch gereicht für perfektes Wetter. Ja. Dann filme ich, glaube ich, morgen noch ein bisschen, wie ich nach Hause fliege, aber so viel wird, denke ich, nicht mehr kommen. So, ich melde mich jetzt am letzten Tag. Wir fahren jetzt gleich. Bin um ungefähr 10:30 abgeholt hier vom Hotel und sind jetzt soweit fertig. Koffer sind gepackt. Geht jetzt eben nochmal runter frühstücken und dann mal gucken. Vielleicht kann ich ja meine 400 Pfund noch loswerden oder umtauschen oder mal gucken. Auf jeden Fall bin ich soweit ready. Ich hatte ganz leicht einen Sonnenbrand von gestern auf den Schultern, aber minimal, so gut wie gar nicht. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich mehr nichts zu erzählen. Ich beende jetzt erstmal diesen Vlog. Und ich habe auch ein paar, übrigens gestern habe ich ein bisschen was mit dem Handy gefilmt. Ich konnte meine Kamera nicht auf die Insel mitnehmen, also konnte ich schon. Aber ich hätte nicht gewusst, wohin damit. Es war schon schwierig genug mit dem Handy, weil ich ja viel im Wasser war und ich konnte meine Sachen halt irgendwo anders hinpacken. Deswegen war es ganz gut, dass ich die Kamera nicht mitgenommen habe. Ich habe ein ganz bisschen mit dem Handy gefilmt. Das werde ich euch dann ein bisschen einblenden, aber sorry dafür. Aber auf jeden Fall ist die Insel sehr, sehr schön und jeder, der da mal hinfährt, könnte sich die gerne mal angucken. Das ist Orange Bay und es ist eine traumhaft schöne Insel, so eine richtige Insta-Insel. Ja, kommen super, super viele Bilder noch auf Insta online. Also wen das interessiert, gerne mal vorbeischauen. Es kommt in den nächsten Wochen, Monaten, kommt immer vereinzelt etwas online. Genau. Und im nächsten Wochenvlog zeige ich euch dann auch die Sachen, die ich gekauft habe und so. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber das zeige ich euch dann im Laufe des nächsten Wochenvlogs. Genau. Und ihr könnt euch schon freuen, falls euch diese Reisevlogs gefallen. Es ist ja jetzt Freitag und Sonntag in einer Woche geht es schon wieder los, nur für 4 Tage. Aber da geht es los nach Lissabon, weil meine Oma hat Geburtstag und mein Opa hat jetzt auch jetzt die Tage bald Geburtstag. Und die wollen ihren Geburtstag halt in Lissabon feiern und haben halt die ganze Familie plus Anhang eingeladen. Genau. Dann geht es da auch für 4 Tage nochmal hin und da freue ich mich auch schon riesig drauf. Ja, ich kann es kaum erwarten.